Hallo ihr Lieben. Ja, ich gehe heute auf Großwildjagd und zwar habe ich mir jetzt gerade schon mit Sunlight ein bisschen Fleisch besorgt. Ich möchte heute mit euch zusammen ein Argaventaris schießen. Die Betonung lege ich jetzt mal auf versuchen. Ich habe jetzt schon ein paar Anläufe in diese Richtung versucht. Das Problem bei Argaventaris ist, sie sind sehr sensibel, also sie sterben sehr, sehr schnell. Und ja, ein-, zweimal habe ich es geschafft, sie bewusst loszuschießen, aber dann ist leider ein anderer Dino gekommen und beim Verteidigen sind die dann meistens gestorben. Und ja, ich will jetzt nochmal direkt einen Versuch starten, ein Argaventaris zu schießen. Drückt mir die Daumen, dass das diesmal mit euch zusammen klappt. Weil so ein Vögelchen hätte ich schon recht gerne, weil die große Lasten tragen können. Das ist schon sehr praktisch. Ja, es ist verdammt ärgerlich. Ich ärgere mich hier gerade tierisch. Ihr glaubt nicht, wie sehr, dass ich mir jetzt gerade meinen tollen Flugsaurier, den ich jetzt schon auf Level 54 hochgelevelt habe, mir gerade gestorben ist. Es ärgert mich so sehr. Es war mein einziger Flugfreund sozusagen. Ah, das ist schon verdammt ärgerlich. Sieht ja schön aus. Ist der gesattelt? Was bist du denn hier? Der ist gesattelt. Na, das ist doch mal was. Was ist das denn hier? Wem gehört der denn? Ich würde sagen, dass jemanden der Vogel ausgebüxt, ich glaube, den kriegt er so schnell nicht mehr wieder. Also meiner ist das nicht. Sieht aber toll aus, ne? Der ist schön blau. Der ist blau angemalt. Der sieht aber toll aus. Aber was man hier nicht so alles findet. Komm schon. Ich habe aber auch ein Pech. Noch ein Alpha, ich krieg die Krise. Nein! Fuck, Alter! Du verfickte Scheiße, die haben mir meinen Noob gekillt. Ich krieg die Krise. Mal. Kann ich ein bisschen einwirken. Darf nicht zu schnell schießen, weil die sterben auch relativ fix. Wir lassen uns jetzt mal überraschen. Nein, er hat es überstanden, sehr gut. Rein. Das mag er ganz besonders gerne. So Leute, drückt mir mal die Daumen, dass das diesmal klappt. Hier haben wir jetzt schon. Ja, das kann dauern. Und ich bin schon hier ein halber Eisklumpen. Das kann lustig werden. Ja Leute, viel fehlt nicht mehr, seht ihr ja. Wir haben es fast geschafft. Ich habe es mir mittlerweile gemütlich gemacht mit einem kleinen Lagerfeuer. War auch nötig. Ich wäre hier oben fast erfroren. Ein Teil habt ihr ja gesehen. Ja, ein bisschen was zum Kochen gesucht und ja, mit Else war das dann jetzt gar kein Problem mehr. Also auf so einem hohen Berg empfehle ich euch einen starken T-Rex an der Seite, sonst wird es verdammt schwierig. Ja, aber es scheint diesmal zu klappen. Bis jetzt sieht es gut aus. Ich meine, ich schreie noch nicht so laut, ne? Also bis jetzt sieht es gut aus, aber noch ist er nicht gezähmt. Ist dann schon eine feine Sache. Ich meine, Level 40, auch noch ein Weißer. I love it. Also besser geht's nicht, ne? Also Safis Wünsche sind alle erfüllt. Ich hatte echt Glück gehabt. Ich wollte ja gerne einen Weißen haben. Also es passt perfekt. Also ich musste mich jetzt schon ein paar Mal wieder wehren. Hier sind plötzlich mehrere Kanos respawned. Also ich habe hier auf einmal drei oder vier Stück gehabt.
meine, ordentlich was zu futtern für Else. Aber ohne meine Else wäre es schwierig geworden. Also dann wäre es wahrscheinlich wieder zum Scheitern verurteilt gewesen. Also ich freue mich jetzt gerade richtig, dass ich hier den T-Rex habe mit so viel Power. Ja, also wie gesagt, ihr seid live dabei, wenn das jetzt hier klappt. Sozusagen. Mein erster Argavensis oder Arga, nee, Argentavis. Argentavis. So. Argentavis. Ich halte hier auch immer noch mal die... Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ich halte auch immer noch mal die Augen offen, weil, ne, könnt ihr wieder was respawnen. Aber, ja, da haben wir ihn. Sehr schön. Juhu, mein erster Adler. So, ich habe mich für Feopora entschieden. Finde ich ein geiler Name. Ja, du? Oh, der sieht schon cool aus, ne? Verdammt cooles Teil. Ja, hat geklappt. Also wie ihr seht, so funktioniert das mit den Zähnen. Zumindest jetzt bei dem hier, bei dem Vogel. Ihr habt gesehen, was passieren kann, wenn man nicht richtig trifft. Oder besser gesagt, wenn man falsch landet in der falschen Gegend. Also man muss immer ein bisschen aufpassen. Kann schnell nach hinten losgehen. Wie gesagt, das hat mich jetzt meinen Lieblingsvogel gekostet. So. Auf passiv, auf neutral stellen, weil dann greift er nämlich auch an und wehrt sich. Sonst nämlich nichts. Wir fliegen mal nach unten wieder zur Basis oder gehen jetzt zur Basis. Ich muss natürlich jetzt noch einen Sattel craften. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das funktioniert mit dem Craften von den Sätteln. Und dann machen wir einen ganz kleinen Rundflug mit unserem neuen Vogel und dann, ja, war es das für heute. Jetzt müssen wir natürlich erstmal das Rezept zum Erstellen eines solchen Sattels erstmal erlernen. Das habe ich mir jetzt hier einmal ausgewählt. Und los geht's. Kostet mich 21 EPs. Auf jeden Fall. Ich will ja meinen Vogel reiten können. So, jetzt habe ich dieses Rezept erlernt. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das bauen können. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen 350 Häute, wir brauchen 185 Fiber und wir brauchen Keratin oder Chitin. Oder beides zusammen. Müssten wir eigentlich alles da haben? Ich schau mal. Auf jeden Fall Fiber haben wir auf jeden Fall. Ordentlich da. Ja, perfekt. Nehmen wir mal nach oben. Holen uns mal die Häute. 350 habe ich auf jeden Fall. Ja. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch Chitin oder Keratin. Wir gucken mal. Na, das sieht doch gut aus. So. Jetzt müssten wir alles beisammen haben. Ja, haben wir. Jetzt klicke ich da mal drauf und Craft Item. So, dann gehen wir ins Inventar von Feopora und setzen uns den Sattel einmal rein. Und tada, schon haben wir einen gesattelten Vogel und können mitfliegen. Das machen wir auch gleich mal. Ach, ist das nicht wunderbar? Endlich wieder fliegen. Okay, Leute. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zähmen eures Argentavis und viel Erfolg und viel Glück vor allem. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen mit meinem neuen Vogel rumfliegen und ein bisschen Spaß mit ihm haben. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal mit Arg. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt schon wieder mit dem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wenn ja, zeigt es mir gerne mal mit einem Däumchen nach oben oder natürlich auch einen Kommentar oder auch ein Abo. Es wäre schon ziemlich cool. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Nee, ehrlich, würde mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt, ein ziemlich cooles Video findet ihr noch hier oben. Ich verlinke euch das da. Und ja, klickt da gerne mal auf. Es ist mindestens genauso unterhaltsam, wenn nicht noch besser als das, was ihr gerade gesehen habt. Auf jeden Fall. Okay, und darunter findet ihr auch nochmal einen zweiten Link. Und zwar geht es da zu meinem Photoshop-Kanal. Und da gebe ich ganz viele Tipps und Tricks zu Photoshop. Guckt gerne mal rein. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch da das eine oder andere das oder das da lassen würdet. Oder Kommentar oder Abo. Wäre schon ziemlich cool. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.